Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wieder mal auf der Ellerbach zusammen mit dem lieben Ben. Servus. Wir haben uns für heute etwas vorgenommen. Und zwar wollen wir heute hier ein bisschen Güllejuggeln gehen. Bisschen aber nur. Nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Wir hatten ja da hinten so ein Fliegelfass, was eh gewandert ist. Weil das ein bisschen suboptimal ist, haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir das ausgetauscht haben. Gott. Dafür haben wir jetzt ein neues. Das steht alles am Händler. Und wir fahren heute auch direkt mit Zubringer. Haben wir uns mal gemietet, so ein bisschen zum Testen. Und dann schauen wir nächstes Mal, ob uns das ansteht. Und dann legen wir uns eventuell halt einen zu. Schauen wir mal. Also wir müssen Ja, wirklich. wir bräuchten eh den anderen Zubringer, Ja. weil der hat keinen Rüssel zum Ausklappen an der Seite. Da wir jetzt auch noch keine Kühe haben, haben wir auch noch einen Kauftrigger am Hof. Also nicht wundern, falls mal Geld flöten geht zwischendrin, wisst ihr schon mal Bescheid. Genau, auch noch wichtig zu sagen, wenn wir hier gerade schon mal am Anfang sind, ab diesem Video, wir haben ja eine Umfrage gemacht, wer es nicht gesehen hat, im Community-Tab, die Mehrheit hat dafür gestimmt, dass die Videos eher mittags kommen sollen, also so zwischen 12 und 14 Uhr. Deswegen werden wir, was sagst du, Ben? Sagen wir 13 oder 13:30? Das finde ich Du kannst eigentlich auch eine mal gute Zeit. einfach in den Kommentaren fragen und dann schauen. Weil bei den Umfragen sind ja auch ganz viele, da haben ja auch ganz viele Leute mitgemacht, die gar nicht so wirklich Videos schauen. Ja, das ist Verstehst du? eine gute Idee. Heißt, der Plan ist, dass wir ab diesem Video zwar mittags hochladen, aber ihr könnt quasi in dieser Zeitspanne nochmal entscheiden, wie viel Uhr, was dort der Kommentar mit den meisten Likes, würde ich sagen. Den setzen wir dann einfach um, ne? Ja, Alter, diese Güllefässer sind so geil. Die sind ehrlich geil. So, ich hab mal noch auf dich. Du machst dich auch direkt erstmal noch selber voll beim ersten Mal, oder? Jo, würde ich sagen. Dieses Gespann, Ach, was guckt so euch heftig das mal aus. an. Ah, da muss ich dann jetzt halt auch mal die Warntafel wegmachen. Sorry. Ey. Einklappen und weg. Ja, dann muss aber andere Seite auch weg. Nee, ist egal. Immer die andere. Passt. So können wir arbeiten. Muss den Bums in der Front noch anheben? Ja. Schaut das schon besser So, aus. erstmal rauskommen hier jetzt, ne? Ja. Teil 1 geglückt, Teil 2 noch nicht so. So. So, jetzt hoffentlich können wir auch jetzt mal unseren 728 auslasten. Aber der So schaut ist schon zumindest der ordentlich Plan. aus. Das ist schon ein dickes Gespann hier, also. Zaun. Aber er fährt sich jetzt auch schon ein bisschen schwammiger, muss ich sagen. Jetzt schon, der ist leer. Also er ist nicht mehr ganz so stabil, würde ich behaupten. Vielleicht irre ich mich auch. Ich bin ja gespannt, ob ich mit dem Kleinen hinterherkommen würde beim Auffüllen, ne? Ja, Ich sag nicht nur, nichts. dass du langsamer fährst, sondern dass du halt auch noch weniger PS hast, so. Ja, ich war 56. Das wird sehr, sehr spannend, sage ich. Vor allem auf den Feldern, wo jetzt auch gar nicht gedüngt ist, also auf alles außer Wiese, wir Ja, fahren wir mit doppelter Ausbringmenge. dann gehen wir direkt voll in die Düngung rein, ne? Ja, wir haben den kleinen Kauftrigger hier außen hin platziert. Können wir uns hier so schön hintrapezieren. Leider hat er kein Ding, aber Eine es muss auch Blockstation. reichen. Hallo? Ich kann. Er. Sehr Ah. Verbindung starten. Warum kann ich, wenn ich den Schleppschlauch auswähle, dann geht's, aber wenn ich das Fass auswähle, dann geht's nicht. Ganz Ich will es gar komisch. nicht wissen, um ehrlich zu sein. Das sieht schon dick aus. Die Straße ist dicht. Ey, du bist vorne zu breit. Keiner passt durch. Ja, so wie Justin würde sagen, so wie im echten Leben auch, aber nur für ihn. Hier hinten, hier deine fetten Warntafeln.
Ich sehe nur, wie ich irgendwie immer tiefer sink, habe ich so das Gefühl. Boah, hinten. Stimmt, das ist übel heftig. Also, das ist gut gemacht. Abfahrt! Guck, wie breit die Reifen sind, du! Holla, die Waldfee. Attacke, Abfahrt. Nochmal. Bling, bling hier aus. Ja? Er braucht schon kurz zum Anfahren. Ja, mein Gott, du hast jetzt 20 Tonnen geladen. Und es gilt fast alleine wahrscheinlich auch schon 5 Tonnen oder so. Wahrscheinlich viel mehr sogar. Kann ich jetzt nicht so schnell mehr um die Kurven fahren. Schade. Ja, das Ding ist, meins kann genauso viel laden und ich habe über 100 PS weniger. Kann es sein, dass du 150 hast? Oder wie viel waren das? 160. Also 160. Ja. Ja, stimmt. Ja, also einfach quasi die Hälfte. Aber ich dachte, es wäre kostenintensiver. Ja, das ist nicht teuer. Oh Gott! Bremst doch! Hey, ich dachte, du wolltest Fußgänger rüberlassen. Nee, er hat vergessen abzubiegen. Warte mal. Was ist hier die Bremskraft? Erstmal wieder auf 100% den Bums. So. Attacke ab. Das ist auch schon ordentlich unten jetzt. Aha, ein Ballenanhänger. Vom Hofschild. Wo ist Justin eigentlich gerade? Du bist gleich bei ihm. Echt? Ja. Steht direkt in seiner Fresse, ne? Ja, korrekt. Mit Glück kommt er jetzt sogar entgegen. Oh no, hell nah. Naja, ist so auf dem Acker. Ich hub schon mal ein bisschen, ich kündige mich an. Kurve. Ja, ich weiß nicht, wollen wir erst Wiese einfach oder Acker? Ja, wir machen erstmal Wiese. Ich muss mir allein erstmal merken, dass ich dann zwischendrin changen muss. So, kurz gucken. Einfache Ausbringmenge habe ich, so wie es ausschaut. Ja, ich kann hier erstmal mit Allrad und Griff anfahren. Schluck die Wiese, schaut ganz gut aus. Ah, der mäht! Ja, jetzt wendet. Schwadet er schon. Er schwadet. Ja. Bin ja gespannt, wie das gleich auch schon mit dem Arm. Ich auch. Ja, es war schon mal so ein bisschen getestet, aber noch nicht so richtig ausführlich. Da ziehe ich aber auf seine Wiese drauf, würde ich sagen. Boah, ich bin ja ein ortskundig. Deswegen fahre ich jetzt hier erstmal durch den Wald. Ja, gerade so Auge. Mhm. Ja, erstmal ein bisschen wieder dran gewöhnen. So breite Arbeits. Große Arbeitsbreite so. Also ich war gerade 6 km/h. So Liebe. Aber ich habe halt das fast gefühlt mit einem Fass schon fertig. Ja, das passt schon so. Jetzt dann auf die Acker, wenn du halt zweifach fährst, dann werde ich absolut nicht hinterher kommen, das wird immer ein bisschen stehen. Ja. Ich würde sagen, okay. Da machen wir einfach Hardcuts und Pons raus, das ist ein Video. Ja, ja. Das ist doch eine super Idee. Machen wir hier mal noch ein bisschen Licht an. Ja, ist ja recht dunkel um 11 Uhr. Ja, ich sehe ja sonst die Gülle nicht. Also Ego kannst du sowieso vergessen, dass du die Gülle siehst. Das sieht so, ja. Einfach gleich aus. Versuchen wir auf den großen Feldern mit GPS. Ja. Mhm. Und dann aus der Ego. Versuchen wir mit dem Soundarm Ego zu machen. Okay. I will try. Ich war auch Ego, da machen wir Doppel-Ego. Sehr cool. Ich drehe jetzt erstmal hin bei Justin irgendwo um. Der kleine Fan, der sieht schon ein bisschen mickrig aus, so. Ja, der zieht es. Du kannst ja da nicht einen 700er Vorspann für so ein Ding. Ja. Und den kleinen auch noch dann vor das schwere Fass. Okay, letzte Bahn. Ich saug dann direkt einmal. Oh ja, da muss ich umdrehen.
schon fett aus, wenn mir dir jetzt so entgegenkommt. So, jetzt machen wir mal den Ego-Rüssel. Lass mal gucken. Wie geht es hier? Kann man den noch drehen, ja, ne? Ja, ja. So, machen wir hier. Und jetzt nach vorne. Ah, ne, ist der falsche. Ja. Ja. Jetzt noch höher. Zu niedrig. Jawohl. Ich muss sagen, stopp, ne? Ich sehe nicht. Ja, ein bisschen noch. Busy. Stopp. Jetzt ist cracked, jetzt musst du wieder umdenken. Bin ich drin? Nee, ich hab's bloß bei noch Meter. Das ist super. Ey, das ist noch halber Meter. Ey. Nein. Warte. Nein, wohin? Passt. Zauber. Gar nicht so einfach, du. Ist das kacke. Wir haben uns so auf diesen Arm gefreut. Ey. Warte, du musstest aber irgendwie von deinem Arm rüberpumpen können. Stimmt eigentlich. Weil jetzt tankst du ja keine Ahnung viel raus. Das müssen wir mal noch ein bisschen an den testen. So. Oder würdest du aus der Position an mich rankommen? Ich glaube, du würdest sogar rankommen aus der Position. Ich probiere. Soll ich ihn Justin mal hinhalten? Ja, also jetzt ein bisschen runter. Er ist voll in die Eisen. Dreh in andere Richtung. Ja, ist gar nicht so einfach. Ah. Geht ja noch weiter? Nee, weiter geht nicht. Cooles Ding, Digi. Ja, aber du musst irgendwie von deinem Arm nach hinten überladen können. Safe. Oh mein Gott, brech mal ab. Mhm. Und geh in dein Gülle-Fass hinter. Geh mal jetzt ins Gülle-Fass und schau, ob du aufgehen kannst. Nö. Nee. Schade. Egal, es sieht cool aus. Hat vielleicht keinen Mehrweg, aber es sieht cool aus. Ob es da nicht cooler wäre mit einem Menu-System? Was auch funktioniert. Ah, du bist voll, ne? Ja. So, jetzt doppelte Ausbringmenge an und reiner. Naja. Oh Gott. Ist der schwer oder was? Hat gerade ein bisschen. Pass auf dein Gestänge auf. Ja. Geht schon. Kannst du doch mal GPS reinknallen auf dem Feld. Ja, ich fahr kurz hoch und dann GPS rein. Ja. Yeah. Ja, das geht mal nicht, du. Da stehen zwei Schilder, ne? Jetzt kannst du Allrad alles anmachen. Scheiß auf die Schilder, nix. Digga. So, jetzt nochmal nachjustieren hier. Das geht ja sonst nicht. Zu hohe Verlustrate. So, und jetzt gibt Gas. Das ist doppelte Ausbringung, ne? Fühlt sich bis jetzt nicht so viel an. Weil du langsam. Ja. Weiß nicht. Schau mal, warte, ich guck kurz, ob das auch doppelt ist. Ja, jetzt hat er den Arm leer. Ja, ist doppelte. Also, falls ihr eh noch am Kommentar schreiben seid, dann schreibt uns doch gerne auch in die Kommentare, was ihr von diesem Güllepack haltet, ob ihr sagt. Ja, allein für die Optik sollten wir es behalten. Oder ob wir dann doch lieber nochmal changen sollten. Oder es schickt uns einen funktionierenden. Das wäre natürlich noch krasser. Alt C, Alt X. Warte mal, welchen Winkel? Mach 90 Grad. Ja.
90, bam, kurz gucken, ob das hinhaut. Aber jetzt bei mir nicht so ganz. Einmal nachjustieren. Ein bisschen. Gut, mal aus der Schüssel. Und dann einmal aktivieren. Gut, ist unten. Perfekt. Das schaut ganz gut aus. Sehr, sehr schick. Also an sich echt eine geile Idee. Wenn es jetzt noch voll funktionieren würde, wäre krass. Ja. Ich denke, die meisten richtig guten sind halt privat. Mhm. Ich sag, hätten wir so ein Fass mit so einem Rüssel an der Seite, da würde es funktionieren. Mhm. Also, ich kann es ja mal kurz mal zeigen, wenn wir hier cruisen. Es gibt hier noch ja, das kleine, das kleine Garant und das hat. Nee, das hat den. Nee, das ist doch nicht. Oder? Warte mal. Na. Das kann man nämlich changen hier. Ah. Da wäre ein normaler Füllarm, ob wir auf sowas wechseln sollen. Weil da geht es dann wahrscheinlich ziemlich sicher. Also schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare. Nö. Oh, bin auch gleich wieder voll jetzt. Keine Gülle verschwenden, du, gell? Ja, ja, gib mir schon Mühe. Also, was sind es, 22 Kubik bei dir? Boah, aber ich war nicht ganz leer. Nicht schlecht für 1000. Kann man mal machen. Boah, ich weiß nicht, ob ich das noch rechtzeitig schaffe, du. Wir müssen gleich nochmal ein bisschen Rüssel-Action machen, allein fürs Thumbnail. Das muss. Egal, ob er will oder nicht. Wann hat Justin eigentlich diesen Deutz? Weil der ist doch gerade mit dem Deutz längst gefahren, oder? Ne, der hat vor, keine Ahnung, eine Stunde oder so sein Mr. Ferguson verkauft. Sein Großvater, stimmt, den er gemocht hat. Ah, da war das ja nicht was mit dem Interieur, weil da zwei Sachen nicht gepasst haben oder so. Ja, da hat anders gefehlt, Joystick oder so. Ja. Okay. Typische ja, okay. Justin. Ja, und jetzt hat er halt deswegen einen Deutz. So einen schwarzen. Oh also Gott. Richtige Entscheidung. So, schauen wir mal, wo hier die GPS-Bahn ist. Oder warte ich kurz nochmal auf dich? Weiß nicht. Ja, ich warte kurz. Also, schau mal auf meinen Tempomat-Anzeige da links, dann siehst du, wie langsam. Ja, ich warte trotzdem kurz. Währenddessen kann ich schon mal hier mein Rüsseli wieder ausfahren. Ja, kannst du mir vorbereiten, du. Ah, danke, dass das Geschlänge auch runtergeht. Kustigi. Er geht nicht mehr, oder was? Nee, also wollte ich gerade nicht. Ah, jetzt geht doch. Ich sag, du hast dreimal gefettfingert. Ja, ich sag auch. Es war immer andere Kontrollgruppe. Wieder mal der realistische Broski.
So, wir nehmen jetzt wieder, ich sag, wir nehmen jetzt 2 Stunden auf und dann wird der ganze Bums wieder auf eine halbe Stunde runtergeschnitten. Genau. Ja, jetzt saugt er wieder nur aus dem Pass und vorne der Arm ist leer. Es ist zwar connected, aber du kannst einfach nicht in die andere Richtung pumpen. Was ist das? Das ist ein bisschen weird. Weird, das fuckt mich einfach nur ab. So, kurz mal hier auf die Karte gucken. Ah, schaut doch nicht schlecht aus. Ja, wenn du die anderen Sachen gerade ausschaltest, schon, wenn du die anderen jetzt nicht. Mach mal alles andere noch an. Aha. Ja, das schaut nämlich nicht so gut aus, ne? Ja, machen wir mal ganz schnell wieder aus. Justin, mein Broski, der fährt auch wieder links. Boah, ich nehme auf der Straße mit Warnblinker in falsche Fahrtrichtung. Auch gut. Hier stehen schon wieder gefühlte 20 Autos. Ich glaube, ist Justin schon fertig mit seinem Heu oder Gras? Ich glaube, er macht nur Gras und fährt es als Silage ein. Das würde ich jetzt behaupten, aber... I'm not sure about this. Gott. Passt. So, bei mir geht's wieder los. Wie viel hast du noch drin? Noch Hälfte. Na, du schaffst das Feld, oder? Ja, müsste ich eigentlich. Wir haben 5 Wiesen oder so vor uns und 4 Felder. Ja, treffen wir uns 129 bis im Notfall ja schnell da. So, ich glaube, ab hier müsste reichen, actually. Ich komme jetzt rum. Da kommst du entgegen oder was? Ja. Machen wir direkt nochmal voll die Luzi. Ja, wollen wir gleich nebeneinander so. Gerade so runtergebremst. Oh, mal ein Fenster auf. Monitor wieder runter. Ich find's geil, wie du einfach siehst, wie deins hochgeht und meins langsam runter. Ja, aber deine Reifen hinten von dem fetten Ding sind auch massiv, ne? Mhm. Also von Gülle, was sind die Reifen, die sind einfach nur massiv. Geht nicht. Ah, füll mal noch deinen Arm auf. Ja, das lohnt sich jetzt nicht. So, fangen wir mal hier innen an. Komm, gib Gas! Diff-Sperre rein und ertrage normale Ausbringlinge. Perfekt. Trotzdem nicht schneller. Nee. Na doch jetzt.
dies Jahr ist ja gleich wieder weg. Ja, ja. Ja, Straße kriegt auch noch einen Lütten ab. Ja, Nachbar Sorghum. Weiß ich nicht, was der davon hält, aber. Was hältst du davon, dass wir das Gülle ausbringen als zwei Folgen machen und dann halt an einem Tag so zwei Folgen kommen? Weiß nicht, ich hab das nicht gesehen. Hm? Weiß nicht. Und dann mache ich einfach so eine Folge bin ich der Fahrer und andere Folge bin ich Zubringer. Ja, wie lange willst du schon mal aufnehmen? Keine Ahnung, ich würde einfach alles aufnehmen. Also ich würde jetzt vielleicht noch so ein Feld machen und dann changen und dann quasi die zweite Folge draus machen. Könnte man eigentlich schon machen. Du gehst ja hier sexy hin. Das ist eine sehr gute Frage, kann ich dir aktuell tatsächlich noch nicht sagen. Ich würde sagen, wir gehen auf die 81. Nice Rückwärtsfahrtechnik. Ja, ich hab's gerade auch gemerkt. Ich dachte, ich sage einfach nichts, dann fällt's auch nicht auf. Mm-mm. So, Tage Abfahrt. Wir ziehen auch mal das Licht ein wenig. Was, Bruder? Was, Bruder? Ah, ich glaube, ich lag vorne. Du hast nicht Gas gegeben. Nein, ich lag vorne mit dem Ding auf. Mit dem Arm. Ich dachte gerade schon, what the fuck? Hast du dich hochgehoben oder was? Nee. Also doch, ich habe ihn hochgehoben. Was? Er bremst das alles jetzt grauenvoll. Guck mal, der Fan schiebt einfach quer. Das Fass interessiert es gefühlt nicht. Neben Deutsch natürlich. Hast du doppelte? Bin schon dabei. Muss gerade erstmal changen. Dachte ich mir, weil du bist ziemlich schnell gefahren. Mhm. So, jetzt war wieder ein Orientierungspunkt im Schlepper.
Ungefähr so müsste ich noch. Ich hab hin. Was? Er schreibt wahrscheinlich schon wieder, oder? Ja, ich hab nur versucht, seine Tür von außen aufzumachen. Ach so. Der Sprit von dem Ding schon wieder halb leer. Ey, der Fendt hat sogar noch, was ich krass finde. Wie viele Stunden hat deiner? 5, 2. Ja, meiner hat 6, 5. Ja, okay. Ein bisschen mehr. Ja, Ballen stapeln. Ja, okay. Ah, das hat auch ewig gedauert. Bom. Oh, da kommt ein Zaun. Und wieder verbogen. Jetzt. Ah, er hat keine Collie, Kuss. Oh, der dein Schleppner hat keine Collie. Nee, der hat Collie, da bin ich mir sicher. Hast du schon getestet oder was? Ja, ich bin da vorne am anderen Feld hängen geblieben. Gut, damit würde ich jetzt aber auch erstmal die Folge für heute beenden, so rum nämlich. Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Der zweite Teil vom Güllefahren kommt heute Abend, so ist zumindest der Plan, Donnerstag, diese Folge jetzt morgens und abends kommt jetzt der zweite Teil davon. Da fahren wir dann noch eine Runde Zubringer. Vielen Dank, Ben, dass du wieder dabei warst. Hat wieder sehr Spaß gemacht. Kein Problem. Und wenn ich es nicht schon gesagt habe, liken und Abo nicht vergessen. Schaut auch gerne in der Videobeschreibung vorbei. Da ist unser WhatsApp-Channel verlinkt. Wenn da noch mehr Leute reinkommen, dann sind wir da bestimmt auch ein bisschen aktiver. Da erfahrt ihr auf jeden Fall auch immer, wenn wir streamen. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder. Ciao, Leute. Ciao.